Wir machen heute Wanderung auf Domhütte. Genau, die Wanderleiterin, die hat uns gerade begrüßt in Randa und jetzt geht's gleich los. Und die Wanderung geht hier, wir starten in Randa und dann nehmen wir diesen linken Weg. Wir kommen unterwegs vorbei die schöne lange Hängebrücke von fast 500 Meter lang und gehen dann weiter auf die Domhütte. Es ist ein wunderschöner Wanderweg, nicht nur für Bergsteiger, die den Dom machen möchten, aber auch für Wanderer, die gerne eine anspruchsvolle Wanderung machen möchten. Und let's go! Wermuttropfen davon. Spinat ist eine normale Spinat. Ja. Die Apfel schon. Ja. So, wir sind gerade auf der Europahütte angekommen. Die liegt auf 2220 Metern und das ist jetzt unser Zwischenstopp. Wir haben uns jetzt auch gerade was zum Trinken bestellt. Genau, ja. Was uns sicher aufgefallen ist, ist bei der Packliste, wir können es euch da jetzt mal noch einblenden, ist, dass man nicht zu viel zu trinken mitnimmt, dass der Rucksack nicht schwer ist. Sicher vorher genug trinken und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, auf der Wanderroute in einem Bergrestaurant einzukehren, dann kann man da sicher auch wieder genug trinken. Sonst war dein Input noch gewesen, vielleicht so Sipphosen anzulegen? Ja, auf alle Fälle. Man hat es heute gemerkt, es war heute ziemlich warm. Man hätte dann schon gerne eine kurze Hose angezogen und dass man halt nicht so viel trägt, machen schon Sipphosen Sinn. Genau das. Ansonsten sicher Sonnencreme. Es ist recht warm heute und ein Käppi und Sonnenbrille natürlich. So, und nach der kurzen Pause gehen wir jetzt wieder weiter. Nach 1500 Höhenmeter sind wir auch heute da heute. Wie hast du es gefunden? Also die letzten paar hundert Höhenmeter, wo man dann die Hütte schon gesehen hat, die waren dann anstrengender, aber so auch der Kletterteil, der war super easy. Also ich habe mir den irgendwie anstrengender und anspruchsvoller vorgestellt. Man hängt sich nicht ein. Und ich finde, das Gute ist, es geht nicht an der Seite richtig steil runter. Also, was mir immer so ein bisschen hilft bei Höhenangst. Ja, das finde ich auch ein guter Punkt. Ich glaube, es ist schon Klettern. Also, wir waren oft auf allen Vieren, gewesen, auch am Heben. Aber es ist nicht, dass links und rechts mega steil ist. Jetzt gehen wir rein, schauen uns schnell das Zimmer an, beziehen das Bett und dann geht es nach das. Julia, die letzten Meter ins Zimmer. Was ich bereits meine, ist das schon getrocknet. Alles andere machen wir dann nachher. Guten Morgen! Ja, wir melden uns erst jetzt
wieder bei euch, weil wir sind gestern recht müde gewesen. Wir sind etwa um 6:30 hier oben angekommen, nachher hat es erst die Nacht gegeben. Und dann ja, sind wir schon geschlafen gegangen. die meisten sind eh früh geschlafen, 10 Uhr Nacht wurde oben. Wir haben uns auch gehalten. Und ja, wir haben eigentlich recht gut geschlafen. Ja, also ich hatte gestern abends aber einen dicken Kopf. Also man darf die Höhe hier nicht unterschätzen. Ich habe dann auch eine Schmerztablette nehmen müssen. Aber sonst, die Nacht war gut. Die Nacht war auch relativ lang. Wir gehen jetzt gleich frühstücken. Die ersten sind schon um 3 los. Man kann nämlich hier noch zum Dom weiter aufsteigen. Deswegen ist die Domhütte so als kurzer Rastplatz und dann geht's weiter. Wir gehen aber heute runter. Yes. Davor, vorm Frühstück, wollen wir euch einfach nochmal das Zimmer zeigen. Hallo. Hallo. Herein, Spazier. Vielen Dank. Das ist unser Zimmer, wo wir jetzt gerade haben für die Übernachtung. Klein und fein. Wir haben mega cool ein 4-Zimmer bekommen. Das heisst, unsere Wanderleiterin plus wir drin haben da können schlafen. Wir haben eben alle recht gut geschlafen, sind ja gut müde gewesen nach gestern. Und das Coolste, was wir zeigen, ist vielleicht mit Aussicht. Natürlich hier am Morgen können liegen und zu dieser Aussicht aufwachen, ist nur mega cool. Wir haben jetzt zu Morgen gegessen. Unsere Sachen sind wieder gepackt, unsere Rucksäcke, und wir machen uns auf den Rückweg. Genau, der nächste Stop ist die Kinnhütte. Ich glaube, wir spüren beide schon ein bisschen die Beine noch von gestern. Ein bisschen, ja. Ja, aber der schwerste Teil mit der Domhütte ist jetzt geschafft. Und jetzt gehen wir eh erstmal runter. Oder man kann die Weg nehmen ab. Guck hier. Ah. Schön. Super, siehst du das? Ohne Absprache und er macht es direkt, weißt du? Gibt den Nepal und nehme, wie heißt das? Abis bisschen. Raclette geht immer und ist immer sehr lecker. Ja, nachher kannst du. So, wir sind jetzt hier auf der Kinnhütte angekommen. Man sieht es auch schon im Hintergrund. Mega das schöne Ausblick. Mhm. Mit dem Matterhorn natürlich. Gerade haben wir gegessen, war mega lecker, gab Rösti und Raclette runtergestrichen. Genau. Ja, voll. Also eben der Aufstieg ist, darum haben wir ein Video gemacht, recht heavy gewesen. Nach gestern 1500 Höhenmeter, heute nochmal 500-600 Höhenmeter rauf. Aber wie gesagt, das Training ist wirklich mega gut, dass wir ready sind für Rindfischhorn, Entschuldigung. Und ja, jetzt gehen wir auch wieder zurück, haben eine gute Pause gemacht. Zur Erinnerung. Nein, wie cool. Vielleicht musst du mal Postkarte schreiben. Oh ja, von mir. Zur Erinnerung. Also. Danke vielmals. Ja, mega cool. Ja. So cool. Wie man sieht, wir sind in Tesch angekommen. Es war ein langer Abstieg, gefühlt never ending story. Ja, es waren jetzt dann doch über 2000 Höhenmeter Abstieg. Unsere Wanderleiterin hat uns aber gut runtergebracht, war auch super mit ihr. Sie hat uns nochmal Input gegeben, auch neben der Wanderung, auch in der Blumen gezeigt. Ja, gezeigt, jawohl, das ist mega cool. Ja.
Aber alles in allem mega anstrengend gewesen. Ja. Vielleicht haben wir es beide ein bisschen unterschätzt. Wir haben natürlich auch noch viel Gepäck dabei gehabt mit eben sonst Equipment. Aber alles in allem wieder mal cool gewesen. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Tour.